Sherlock Holmes hatte stets gewisse Berührungsängste, wenn es um Dinge ging, die, um es etwas salopp zu formulieren, in den nebulösen Bereich des Übernatürlichen oder Nicht-Erklärbaren fielen. Zu groß war seine generelle Skepsis und zu oft hatte er Scharlatane, die sich als Geisterbeschwörer oder Ähnliches ausgegeben hatten, auf frischer Tat ertappt und überführt. In gewisser Weise bedauere ich die Tatsache, dass Holmes daher einen Bogen um Fälle machte, die in eine solche Richtung tendierten. Denn ich selbst war mir nie völlig sicher und bin es bis heute nicht, ob nicht doch stimmt, was der große William Shakespeare seinen Hamlet sagen ließ, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Dennoch gab es in den vielen Jahren unserer Freundschaft ein paar Fälle, in denen selbst der Meisterdetektiv nicht alles erklären konnte, was sich zugetragen hatte. Eine Sonderstellung nimmt dabei der von mir das Graue Haus betitelte Fall ein, denn er löste unter Wissenschaftlern, die sich der Erforschung übernatürlicher Phänomene zugewandt hatten, eine gewisse und bis heute andauernde Kontroverse aus. Ich habe lange gezögert, selber einen Bericht über die Ereignisse vorzulegen, denn es liegt mir fern, irgendjemandem Angst einjagen zu wollen, denn erschütternd ist das, was damals geschehen ist, allemal. Alles begann damit, dass sich mein Freund Sherlock Holmes im äußerst trockenen Sommer 1893 einige Wochen an die Küste von Devon zurückgezogen hatte. Ich hatte ihm diesen Ortswechsel dringend ans Herz gelegt, damit er dort eine lange, verschleppte Erkältung endgültig auskurieren konnte. Da zu diesem Zeitpunkt keine dringenden Ermittlungen anstanden, die er als neuerliche Ausrede hätte nutzen können, willigte er zu guter Letzt zähneknirschend ein. Wir hatten ausgemacht, dass ich ihn in seiner Sommerfrische auf eine Woche besuchen würde. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie zu sehen, mein lieber Watson. Oho, warum so überschwänglich? Na ja, darf ich Sie nicht vermissen? Doch, doch, aber das ist doch sonst nun wirklich nicht Ihre Art. Möglich, aber sonst sterbe ich auch nicht so vor gähnender Langeweile wie jetzt hier. Aha, dachte ich es mir doch. Da liegt also der Hase im Pfeffer. Ja, ich gebe zu, ich könnte mir keinen malerischeren Ort vorstellen. Aber nach 2 Wochen hier verlangt es mich dringend wieder nach den Annehmlichkeiten der Metropole. Oder zumindest nach ansprechender, menschlicher Gesellschaft. Oh, vielen Dank für das Kompliment. Jetzt bin ich ja da. Und ich danke Gott dafür. Man will sich doch auch auf regelmäßiger Basis einmal mit einer Vertrauensperson austauschen. Wie bitte? Und das aus Ihrem Munde, wo Sie doch sonst immer so etwas von verschlossen sind? Na ja. Wie oft habe ich unter Ihrer Schweigsamkeit schon gelitten? Ach was, ich hoffe jedenfalls inständig, dass ich zum Ende der Woche mit Ihnen zusammen wieder abreisen darf. Eile mit Weile, nichts überstürzen. Aber es geht mir schon viel besser. Mm-mm. Wirklich. Davon will ich mich lieber selbst überzeugen. Bitteschön. Ich habe nicht das Geringste zu verbergen. Das wird sich zeigen. So, bedienen Sie sich. Horchen Sie mich ab. Dann werden Sie es sehen, beziehungsweise hören, dass es stimmt, was ich sage. Mhm. Nun gut. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Mhm. Sag ich ja. Ich bin geheilt. Und ich bin einigermaßen erstaunt, dass das so schnell ging. Was sollte ich in dieser Einöde, in die Sie mich geschickt haben, denn auch anderes machen, als gesund zu werden? Ja. Hier gibt es nichts. Nicht die kleinste Ablenkung. Furchtbar. Aber Sie haben doch eine riesige Kiste mit Büchern hierher schicken lassen, die Sie auf der Terrasse durcharbeiten wollten. Hab ich ja auch getan. Bereits nach einer Woche war ich mit allem durch. Wie bitte? Aber das waren doch bestimmt... Es waren etliche Bände, ganz recht. Ja. Aber wenn man nichts anderes zu tun hat und von nichts abgelenkt wird, dann hat man die schnell durch. Naja, ein Genie wie Sie vielleicht. Mir wäre das sicher in 4 Wochen nicht möglich. Wohl eher in 6. Aha. Nun, wie auch immer.
Ich freue mich jedenfalls, dass die gute Seeluft in Devon ihre Wirkung mal wieder nicht verfehlt zu haben scheint. Ja, und deshalb darf ich dann auch mit Ihnen zusammen Ende der Woche wieder zurück nach Hause in die gute alte Baker Street. Ach, ja. Wenn ich noch länger hierbleiben muss, werde ich ansonsten sicher vor Langeweile sterben. Lassen Sie sich von einem Arzt gesagt sein, so etwas geht gar nicht. Oh, doch. Und wir wollen doch nicht riskieren, dass ich der erste dokumentierte diesbezügliche Fall werde, oder? Nein, natürlich nicht. Na also, was würde Mrs. Hudson Ihnen sagen, wenn Sie mich auf dem Gewissen hätten? Oh, nicht auszumalen. Eben. Meine Lungen giert es direkt wieder nach der dreckigen Luft in London. Also, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Hm. Haben Sie denn wirklich niemanden kennengelernt, der etwas zu Ihrer Unterhaltung beigetragen hätte? Also bitte, es muss niemand zu meiner Unterhaltung beitragen. Hm. Ich bin mir im Grunde wahrlich selbst genug. Ja, wo ist dann das Problem? Gerade haben Sie doch noch gesagt, dass... Mein Hirn giert nach Herausforderungen, nach einem Verbrechen... Einem Geheimnis, das gelüftet werden muss. Einem Rätsel, das es zu lösen gilt. Einfach nach irgendeiner Aufgabe. Ist das denn zu viel verlangt? Nun ja, die Gegend hier ist nicht eben dicht besiedelt. Und das ist noch übertrieben ausgedrückt. Es grenzt daher geradezu an ein Wunder, dass es mir tatsächlich gelungen ist, jemanden zu finden, mit dem man sich wenigstens einigermaßen unterhalten kann. Oh, und wer ist das? Dr. Freemantle. Aha. Ein Kollege von Ihnen. Ah. Seines Zeichens Landarzt, der sich in seiner Freizeit intensiv mit Botanik beschäftigt. Interessant. Ja. Er weiß erstaunlicherweise fast so viel darüber wie ich. Aber Gott sei Dank nur fast. Versuchen Sie etwa, mich zu necken? Ein bisschen vielleicht. Mhm. Wenn das so ist, dann tut es mir fast schon leid, dass ich ihn zum Tee eingeladen habe, damit er anschließend mit uns eine Kutschfahrt in die Umgebung macht. Oh, wie nett. Es soll Ihnen ja nicht so ergehen wie mir, dass Sie nur auf der Terrasse im Liegestuhl positioniert aus gesundheitlichen Gründen den ganzen Tag ein- und ausatmen müssen. Wie überaus fürsorglich von Ihnen. So bin ich nun mal. Ich wollte Ihnen eben etwas bieten. Ich glaube, da kommt er schon. Ja, mit Pferd und Wagen. Ich freue mich, hier auf einen Kollegen zu treffen. Das hoffte ich von Herzen. Dr. Freemantle machte es einem wahrlich nicht schwer, ihn zu mögen. Er schien mindestens ebenso auf niveauvolle Gesellschaft erpicht zu sein wie Holmes. Nach dem Tee brachen wir dann alle drei zu einer kleinen Rundfahrt in seiner Kutsche auf. Nach einer ganzen Weile fuhren wir dabei an einer etwas verwilderten Hecke vorbei und erhaschten plötzlich einen Blick auf ein sehr großes, graues Herrenhaus mit einer mächtigen Zeder davor. Oh, sieh an! Ach, sowas. Ganz schön imposant für die Gegend hier, oder? Das würde ich aber auch sagen. Das Haus, tja, das... Bitte halten Sie doch kurz an, Dr. Freemantle. Ja. Das Haus und seine Geschichte interessieren mich brennend. Und mich nicht minder. Ihr tapferes Pferd ist sicher auch nicht böse, wenn es kurz etwas verschnaufen darf. Da hören Sie es. Na schön. Also? Was hat es auf sich mit dem grauen Haus? Tja, die Hecken wirken ziemlich, naja, ungepflegt. Das Anwesen gehört dem jungen Mr. Montessen. Hm. Es steht in einem ziemlich schlechten Ruf. Ja, man muss sogar sagen, dass es geradezu eine Art traurige Berühmtheit erlangt hat. Das macht mich tatsächlich noch ein bisschen neugieriger. Ja, wodurch denn? Spukt es dort etwa? Nein, das nicht. Ich fürchte, keine noch so grausige Geistererscheinung könnte die Leute hier in der Gegend so in Angst und Schrecken versetzen wie... Na? Wie... Hm? Wie was? Wie die schrecklichen Morde, die dort geschahen.